Hallo, ich bin Carsten in Mülheim. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stückchen begleiten. Hallo nochmal. Ich bin heute also wieder in Mülheim unterwegs, beziehungsweise an den Grenzen Mülheims. Ich habe mir für heute den dritten Teil des Mülheim-Rundwanderweges vorgenommen. Nur, dass ihr euch nicht wundert, ich habe ja die letzte Tour in Duisburg am Entenfang beendet, aber ich werde die Tour heute genau andersherum laufen. Mein Navi piepst. Ich starte heute hier am Raffelberg und Ziel der Tour wird dann heute auch wieder der Entenfang in Duisburg sein. Hat einen ganz einfachen Grund. Ich muss halt irgendwie auch wieder nach Hause, beziehungsweise irgendwie dahin. Und es ist verkehrsmäßig auf jeden Fall besser, so rum zu machen, weil ich wäre erst gegen 10 Uhr mit der frühesten Verbindung in Duisburg am Entenfang gewesen. Ist mir zu spät. Darum geht die Tour halt heute so rum. Leider bewahrheitet sich, was ich schon geahnt habe, als ich mir den Streckenverlauf auf der Karte angeschaut habe. Es ist so, dass ein großer Teil oder fast die ganze Strecke heute geht an der A3 entlang. Und die ist natürlich auch irgendwie die ganze Zeit zu hören. Der heutige Streckenabschnitt ist eigentlich ganz schön, weil man geht eigentlich fast ausschließlich durchs Grüne. Am Anfang das Stück, das war ein bisschen durch die Stadt, aber es waren nur 5 Minuten oder so. Aber jetzt denke ich mal, geht es bis zum Entenfang wirklich nur durch den Stadtwald. Schön ist es hier schon, aber auch ein bisschen laut. Ich glaube, bis zur Autobahn sind es auch nur so 200 Meter oder so.
Und nachdem es ja die letzten Male immer über die Autobahn ging, geht es jetzt heute mal unter der Autobahn her. So, langsam entfernen wir uns wieder von der Autobahn. Wird wieder ein bisschen leiser. Ich habe mich heute mal wieder verschätzt, was die Länge der Strecke anging. Die beiden ersten Teile waren ja so um die 15 Kilometer herum. Ich habe gedacht, heute das Stück müsste auch ungefähr genauso lang sein. Aber nee, kann nicht sein, weil ich bin jetzt ja ungefähr 2,5 Stunden unterwegs und ich bin so gut wie am Ziel angekommen. Na gut, dann habe ich halt auf dem letzten Teilstück mehr zu gehen, wobei ich mir auch schon überlegt habe, das letzte Teilstück nicht ganz zu gehen, weil das letzte Teilstück geht fast ausschließlich durch städtisches Gebiet, also durch bewohntes Gebiet, und ist dann auch nicht so interessant. Ich schätze mal, die letzte Etappe werde ich wieder bei mir zu Hause loslaufen und dann von mir aus das Stück laufen, weil das ist dann noch mal so das Stück, was durchs Grüne geht, und den Rest werde ich mir dann schenken. Ja, und ich möchte dann noch mal auf mein Giveaway hinweisen. Ist ja jetzt so ungefähr Halbzeit und ich muss sagen, es sind schon viele VAs reingekommen. Ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, müssten es 15 Stück sein. Aber ich habe noch recht wenig Fotos bekommen, genau genommen 2. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich möchte euch da noch mal zu aufrufen. Schickt mir noch mal 1-2 Fotos. Ich weiß genau, der ein oder andere hat noch mal welche auf der Festplatte. Also jeder, der keinen eigenen Kanal hat und entsprechend keine VA drehen kann, der kann mir natürlich ein Foto schicken und so auch an dem Gewinnspiel teilnehmen. Es würde mich freuen, wenn da das eine oder andere Foto noch von euch kommt. Wie gesagt, bis zum 30. Oktober könnt ihr noch teilnehmen. Ja, jetzt bin ich am Entenfang angekommen. Ich habe es jetzt nicht mehr weit zum Bahnhof. Ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.